Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Genshin Impact. Und wir machen heute weiter mit was anderem, beziehungsweise etwas, das ich schon vor Ewigkeiten mal gesagt habe, dass ich machen will. Hab's dann aber nie gemacht, weil wir mal abgelenkt wurden. Also wir haben es schon mal ein bisschen gemacht, aber wir haben es nie, also nicht in dem gleichen Sinn. Und zwar die Map erkunden. Und Map erkunden haben wir zwar gemacht, aber ich eigentlich war damit, oder eigentlich wollte ich ursprünglich einfach mal die ganze Map aufdecken, dass man einfach mal sieht, was es alles so gibt. Es gibt ja wirklich noch mehr Städte als nur Mondstadt und aber einfach mehr Gebiete halt und so. Und genau das machen wir heute. Wir probieren heute mal alle Statuen der sieben, die es gibt, zu besichtigen, damit wir die mal aufgedeckt haben. Das heißt, die Map wird aufgedeckt und wir können uns dann eigentlich auch überall hin teleportieren, wo man eben sich so hin teleportieren kann. Und das wäre auf jeden Fall big. Da ich jetzt hier oben leider keinen Teleportpunkt habe, ich weiß auch nicht, wieso, ist hier wirklich kein anderer? Kann das wirklich sein? Muss ich gleich das also das Gebiet hier haben wir eh noch nicht so richtig durchforstet. Wir haben jetzt zwar schon ein paar Sachen gemacht und ein paar Daily Quests sind hier auch immer oder Sphären. Aber ich habe irgendwie nie einen Teleportpunkt gesehen, gefunden, wie auch immer. Warte mal, habe ich mir den schon kopiert? Ja, genau, den habe ich mir schon markiert. Genau, ich habe mir jetzt alle Schreine habe ich mir jetzt immer auf der Karte markiert. Also ich habe jetzt 3 Stück gefunden mittlerweile. Und die habe ich mir jetzt alle auf der Karte markiert. Das heißt, wenn wir mal wieder einen Schlüssel haben, dann brauche ich nur auf der Map gucken, wo ein Schrein markiert ist. Und dann kann ich da hingehen und dann können wir den Schlüssel da einsetzen. Das ist jetzt ganz nice. Genau. Oh, hier müsste man Geokraft einsetzen. Es geht auch ohne Geokraft, wirklich? Ah, tatsächlich. Schatzkiste. Oh nein, doch nicht. Oh. Oh. Oh, da ist der letzte gewesen. Sind die anderen jetzt noch drinnen? Oh mein Gott, da war der letzte drinnen. Den habe ich doch damals nicht gefunden. Oh boy. Aber was bringt uns das jetzt? Oh, oh mein Gott, no way. Wow. Ja. Ja, moin. Stufe 36? Achso, Truppenstufe 36. Okay. Ja, so eine Sphäre müssen wir auch mal machen. Haben wir nämlich legit außerhalb der Dungeons nie gemacht. 50 Abenteuer-EP. Nice. Aber das ist nicht der Plan für heute. Aber das können wir dann beim nächsten Mal vielleicht machen. Genau. Aber cool, jetzt wissen wir wenigstens, wo der letzte war. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals nicht gesehen habe. Aber es war schon versteckt. Es war schon nicht so offensichtlich. Aber hätte man schon finden können. Aber da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es so sein könnte. Genau, und was geht jetzt hier ab? Das haben wir schon mal gesehen, diesen Sturm. Eventuell kann man da noch gar nicht hin. Oder ist ein verlorener Anemokolos. Dwalins Ruinen. Ach, das ist die Statue der Sieben quasi, die ich da eh besuchen muss. Oh oh, schnell. Häng dich wieder ran, Bursche. Ah, puh, das war knapp. Okay, jetzt kann ich da wahrscheinlich nicht durchlaufen, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja. Das heißt, man musste einen Weg durch diese Windmauer finden, oder wie? Aber die scheint ziemlich dicht zu sein. Klettern wir nochmal da hoch. Aber vielleicht können wir da noch gar nicht hin. Ja, dann geht's natürlich nicht, ne? Dann ist natürlich was anderes. Aber wir haben es ja noch nie ausprobiert. Irgendwie muss man ja da reinkommen. Da ist noch eine zweite Windmauer? Nee. Dwalins Ruinen. Oh, das sieht aber schlecht aus. Das sieht so aus, als würde man da gar nicht reinkommen. Bis man einen gewissen Punkt wahrscheinlich in der Story Quest erreicht hat oder so. Ja, das sieht schlecht aus. Wie weit geht's noch hoch? Uff, schon noch ein ganzes Stück. Will ich das wirklich komplett ablaufen, nur um rauszufinden, dass man da nicht rein kann? Eigentlich nicht, aber so ultra lang dauert es dann eigentlich auch wieder nicht. Aber ja, das sieht schlecht aus. Okay.
Ja gut, wenn wir noch nicht so weit sind, dann sind wir noch nicht so weit, aber dann machen wir es halt auf der anderen Seite der Map. Aber das ist eh das Einzige, was wir hier oben noch nicht kennen, das einzige Gebiet auf dem oberen Teil der Map. Ist das hier das Einzige? Oh! Okay, ich habe eigentlich Leertaste gedrückt, aber gut, dann nicht. Barbara? So. Oh, warte mal. Hier auch nicht, oder? Nope. Ja, es müsste halt eine Höhle oder sowas geben, das könnte ich mir noch vorstellen. Weil da kann dich der Winter schlecht cutten. Also, dass die Höhle schon vorher beginnt halt und du dann durchläufst. Oder man schwimmt oder so. Oh ne, sieht schlecht aus. Aber eigentlich gerade ein Strand. Achso, ich bin viel weiter rechts. Links. Naja, sieht schlecht aus. Vielleicht am Rand der Map, vielleicht haben sie da nicht mitgedacht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nope. Damn. Alright. Na dann nicht. Wenn wir hier nicht erwünscht sind, dann gehen wir halt woanders hin. Also hier oben haben wir alles. Ich meine, so seht ihr das einzige Gebiet, das noch fehlt. Genau, jetzt hier unten sind noch 4 Statuen, die wir noch besuchen können. Und die hier habe ich schon freigeschaltet. Die musste ich freischalten. Wegen dem wundersamen Händler oder den wundersamen Wunschkisten oder wie auch immer. Weil sonst hätte ich die nicht holen können. Deswegen musste ich in das Gebiet, weil der war nämlich in dem Gebiet. Und deswegen sind wir jetzt hier schon ein bisschen weiter quasi. Was ist das denn? Das ist ein Geo-Armenoculus. Verlorener Geoculus. Genau. Ja, wie ich rausgefunden habe, gibt es... welche Stelle sind die? Ach, Stufe 19, lol. Wie ich rausgefunden habe, gibt es verschiedene davon. Also die Statuen der 7 haben verschiedene Anbetungsformen, sozusagen. Und das ist eben eine andere. Können wir uns noch den hier holen? Da ist noch eine Quest. Aber ich würde sagen, bevor wir hier irgendwie questen... Also dafür sind wir noch nicht ready, würde ich sagen. Ich würde erstmal nur erkunden. Einfach nur, damit wir die Map aufdecken und dann schon noch die Quest in dem ersten Gebiet fertig machen. Oh, eine hübsche Truhe. War da gerade dreimal das gleiche Item drin? Zweimal. Okay, also wohin müssen wir? Einfach nach Süden, mehr oder weniger. Das ist halt ein sehr wässriges Gebiet, wenn man das so sagen kann. Müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt überall durchlaufen können. Kein Bock wieder zu ertrinken. Okay. Also jetzt in diese Richtung hier. Greifen die mich gar nicht an? Doch. Erstmal durchs ganze Lager gelaufen, bis die mich überhaupt mal gesehen haben, lol. Klassiker. Das heißt, wir ignorieren jetzt auch größtenteils einfach alles mehr oder weniger. Eine Truhe hier und da kann man sich vielleicht mal snacken. Aber die Kämpfe dauern jetzt halt deutlich länger. Das ist halt, ja, Problem würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen. Aber ja, doch, es ist schon, hält auf jeden Fall deutlich mehr auf als vorher. Wurde so Stufe 19 Gegner oder Stufe 14 Gegner oder Stufe noch weniger schnell mal weggeklatscht hast und dir die Truhe for free geholt hast. Das geht jetzt halt nicht mehr ganz so gut. Im neuen Gebiet sind die zwar auch nicht unbedingt stärker, ist immer noch an die Weltstufe, denke ich mal, angepasst. Sonst wäre es ja auch komisch, weil sonst könntest du ja gar nicht alles erkunden, wenn du nicht Weltstufe, oder, ja, wenn du noch Level irgendwie 20 bist oder so, wenn hier schon Monster Level 60 oder so wären, hängt er dann wieder mit der Weltstufe zusammen. Aber trotzdem muss man hier nicht unbedingt, oh, eine Seidenblume, muss man jetzt nicht unbedingt alles machen, weil wir kommen hier später so oder so nochmal hin, wenn dann auch die Quests soweit sind. So, ich laufe jetzt einfach mal hier weiter, weil der Weg sieht sicher aus und ich habe, wie gesagt, keinen Bock abzusaufen. Oh! Wait, unter der Brücke oder was? Oh, das wäre aber nicht gut, wenn es wirklich unter der Brücke ist. Ist es aber. Oh, nein! Oh mein Gott, no way! Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Oh, das sollte ich schaffen. Ja, nope. Hä? Alter! Wieso hat er sich nicht an dem Stein festgehalten? Ich hätte noch schnell hochklettern können, die zwei Dinger. What the hell? Also das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er da jetzt nicht hoch... Wow, jetzt, Alter, entweder ist hier starker Wind oder irgendwas war da. Jetzt, warum klettert er da nicht hoch?
What the heck? Also normalerweise kann man auch aus dem Wasser irgendwo hochklettern, bin mir eigentlich hundertprozentig sicher. Aber offensichtlich hat der hier keinen Bock, der Bursche. Der Bursche. Übrigens, spielt ihr eigentlich mit dem Main-Character weiter, unabhängig davon, ob ihr jetzt das, die Schwester oder den Bruder genommen habt? Irgendwie bin ich, glaube ich, gefühlt der Einzige, der mit dem Main-Character weiterspielt und nicht nur Figuren nimmt. Weil immer, wenn ich irgendwie Screenshots oder so sehe von irgendjemandem, die haben alle immer vier von den Figurhelden und keiner benutzt den Main. Wahrscheinlich, weil der Main auch schlecht ist. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber dann wiederum, keine Ahnung, ist das ja der Main-Character. Das bin ja ich im Endeffekt. Weiß nicht. Abgesehen davon habe ich keine besseren Charakter. Ich habe außer Fische keinen einzigen 5-Sterne-Helden. So. Wo ist die Statue denn? Die müsste ich doch jetzt mittlerweile eigentlich mal sehen. Die müsste doch da vorne irgendwo sein. Jetzt ist halt die Frage, ob ich da hinkomme. Hier ist eine kaputte Brücke. Jetzt muss ich über die Inseln schleppen. Da ist noch so ein Geokoloss. Die sind irgendwie nicht wirklich selten, habe ich das Gefühl. Also die findet man ja irgendwie deutlich häufiger. Na, vielleicht kommt mir das auch noch so vor, weil das Gebiet jetzt halt noch neu ist. Und wir noch nicht so viel rumgelatscht sind. Die anderen waren wahrscheinlich genauso häufig. Ist es das? Ne, es ist nur ein Teleportationspunkt. Aber wo ist die Stadt? Ah, da oben. Ah. Die war hinter dem Berg versteckt. Gut, ein Teleportationspunkt ist auch nice, aber... We want the statue. Statue. Ich hoffe, das wird jetzt recht unkompliziert, dass wir da hochkommen. Weiß gar nicht, ob wir das überhaupt heute schaffen. Das hat jetzt ganz schön lange gedauert, allein zu der einen zu kommen. Weil wir uns natürlich noch ein bisschen aufgehalten haben. Zum Beispiel mit solchen Fatzen hier. Oh Leute, Straßenschild. Ach du, what? Oh mein Gott, da muss man jetzt krank hochklettern anscheinend. Uff. Alter, wie der mich niedergedroschen hat. Thanks for the loots, kann man dazu nur sagen. So. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig, dass ich jetzt hier hochgehe. Wait, what? Leute, das ist echt eine Kletteraktion. Da oben oder wie? What? Why? Okay, das sollten wir aber gleich schaffen können. Zumindest kann man hier nicht ganz so krass abstürzen, weil es immer wieder Zwischenebenen gibt. Das heißt, wenn man mal verkacken würde, würde man wahrscheinlich nicht gleich sterben. Nicht, dass ich das vorhabe. Weder sterben noch verkacken. So, hier oben ist auch noch ein Geokoloss. Wer hätte das erwartet? Yeah. Öffne. Oh. Achso, das ist immer der gleiche Text, ne? Sehr schön. Statue der Sieben. Statue anbeten. Genau, jetzt brauchen wir zwei davon. Zack. Und maximale Ausdauer erhöht, nice. Cool. Und wo ist jetzt der hier noch, der Geokoloss? Ah, da unten ist er, oder? Ah ja. Uff. Äh.
Ganz knappe Kiste. So. Okay, das heißt, wir müssten jetzt als nächstes... Aber ich glaube, das schaffen wir echt nicht, weil das ist ja hier noch eine, oder? Da war noch eine. Und da hinten noch eine. Ja. Aber dann können wir den Teleportationspunkt nutzen. Dann können wir da ein bisschen durchlatschen. Dann haben wir uns auch ein paar Teleportationspunkte sichern. Nur so ein, zwei, aber dass man zumindest mal ein bisschen sich... Also nicht nur zu den Statuen der sieben, sondern dass man überall mal ein bisschen hinkommt. Per Teleport. Ich denke mal, darüber sollten wir noch kommen, oder? Von hier aus? Ja, doch, ich denke schon. Dass wir schon mal ein bisschen nach unten laufen können. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir die nächste noch. Aber ich glaube, die anderen beiden machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn es gut läuft, können wir beim nächsten Mal auch wieder 10 Gebete rausballern. Und zwar diesmal mit verwobenem Schicksal. Also mit dem selteneren von beiden. Aber mal gucken, ob es reicht. Das kann ich noch nicht sicher sagen. Das weiß ich erst bald. Der mal mit seinen Ranken, Alter. Fühlt sich die Monster hier aber trotzdem schwächer, wo sie die gleiche Stufe haben. Also Stufe 24 hatten die anderen jetzt auch immer. Seit dem Upgrade oder Level Up, wie auch immer. Aber nö, irgendwie sind die schwächer, habe ich das Gefühl. Was keinen Sinn ergibt. Oh, da oben ist noch eine Truhe. I take it. Dunksche. Da ist noch eine Truhe. Dann holen wir sonst halt. Ey! Alter, der hat mittendrin die Richtung geändert. Sack. Muss aber sagen, seit wir Barbara haben, fehlt uns auf jeden Fall eine Menge Damage. Weil Barbara halt gar kein Damage macht. Also man kann sie schon zum Damage benutzen. Ihr Heal macht ja sogar Damage. Aber halt nur voll wenig. Also Fische macht halt dreimal so viel Schaden, der Main Character. Gut, natürlich nicht, wenn man komplett vom Shield geblockt wird. Aber normalerweise. So, gimme, gimme. Alright. Schaffen wir das? Ah, lieber über die Insel. Nichts riskieren hier. Ertrinken ist halt echt das Schlimmste in dem Spiel. Da fühlt man sich richtig madig. Abstürzen ist eines, aber ertrinken ist echt nochmal anders. Aktiviere den Tower Boost. Power Boost. Habe ich gerade Tower Boost gesagt? Oh, hier ist noch ein Geokoloss. Ja, das ist wieder das Nervige. Ne? Du willst eigentlich was machen und dann läufst wieder an 50.000 Sachen vorbei und man will sie dann irgendwie auch nicht liegen lassen, ne? Also was heißt, ja, nervig ist das falsche Wort eigentlich, aber, ja. Weiß auch nicht. So, ist das da drüben eine Schatzkiste? Egal, ich würde sagen, die ignorieren wir jetzt mal. Dann schaffen wir wirklich gar nichts mehr heute. Wo müssen wir jetzt hin? Straight geradeaus, was sich schwierig gestalten könnte mit dem riesigen Berg im Weg. Straight geradeaus. Uff. Ah, da kann man gleich wieder einen Zwischenstopp machen. Ja. Boah. Erinnert mich tatsächlich ein kleines bisschen an World of Warcraft. Mists of Pandaria. Ein ganz kleines bisschen. Diese krank hohen Berge und so, das ist so ein bisschen so ein Touch von... Oh! Wait. Oh, achso, was? Geosiegel. Achso, das war gar kein Erz. Oh. Hoppla. Ich weiß, Springen verbraucht mehr Ausdauer, ich weiß. Aber wir haben ja mittlerweile ein bisschen mehr. Da kann man das schon mal nutzen. Sonst klettert man hier ja 100 Jahre lang. Okay. Oh, who are you guys? Dead. Ja, das macht schon ein bisschen Schaden, aber wenn man es sieht, Xing Q und Barbara im Vergleich ist halt kein Vergleich. Also, ja, Barbara macht ein bisschen Schaden, aber
sau wenig. Aber wenn der jetzt runterfällt, haben wir gleich ein Problem. Wenn er runterfällt und überlebt, haben wir ein Problem. Was? Headshot. Gut gemacht, Fischl. So. Zwei neue Gebiete in einem Video. GG. What? Was hat das jetzt gebracht? Irgendwas hat sich gerade bewegt. Egal, diesem Rätsel können wir später noch auf die Spur kommen. Ja, es müsste dann aber eigentlich ziemlich gut ausgehen nächstes Mal. Zwei Statuen noch besichtigen und 10 Gebete, wenn ich genug Punkte habe. Das müsste ich eigentlich ausgehen. Mist. Die Musik ist nice. I like it. So, hier müsste nochmal ein Geo-Ding sein. Direkt vor uns. Direkt über uns? Nee, what? Where is it? Geokulus? Ah. Vielleicht mal von der Seite gucken. Also drüber ist es nicht. Ah, drunter ist es. Nice, dann können wir gleich nochmal Statuenlevel erhöhen. Müsste sich eigentlich ausgehen. Neue Gegner, die wir aber schon kennen aus den Herausforderungen. Oh! Alright. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Yeah, und da ist auch Liyue, die Heimatstadt von Zhang Ling. Nice. Boah. Die Karte ist irgendwie größer, als man denkt. Wenn man sie nicht aufgedeckt hat, sieht sie so klein aus. Aber wenn man sie aufgedeckt hat, ist sie irgendwie schon ziemlich riesig. Und die wird ja wahrscheinlich noch erweitert. Also, was heißt wahrscheinlich? Hundertprozentig. Statue anbeten. Tsching. Aber wir haben sogar 5 schon. Ist eigentlich schon heftig, wenn man dann irgendwie doppelt oder dreimal so viel Ausdauer haben kann. Im Verhältnis. Weil du ja dann einfach viel länger klettern, schwimmen, einfach alles machen kannst. Schon heftig. Na gut, dann würde ich aber sagen, was ist für heute. Ich bin Michael, dass wir es so sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Links in der Beschreibung abchecken und ciao, ciao.